Hallo und herzlich willkommen zurück zu Slay the Spire. Wir starten einen neuen Run und diesmal wieder mit der Giftmischerin oder mit der giftigen Jägerin oder wie auch immer ihr sie bezeichnen wollt. Ja, ich habe mir gedacht, ein bisschen Abwechslung schadet nicht, deswegen werde ich jetzt immer mal so hin und her wechseln, obwohl ich bisher nicht so von der Jägerin begeistert bin. Einfach, wie ich schon mal gesagt habe, aufgrund des Gifts. Das sind ja letztendlich Dots und die Dots brauchen Zeit und möglichst will man die Kämpfe ja nach Möglichkeit schnell beenden. Und da ist das etwas kontraproduktiv. Aber wir haben ja schon bei der anderen Klasse gesehen, wenn wir Level aufsteigen, also der Overall Progress in dem Spiel, dann schaltet man 3 neue Karten frei für jedes Level vielleicht, auf jeden Fall für das erste. Und wir haben ja schon gesehen, da gab es ein paar Karten mit Synergieeffekten in Bezug auf Stärke. Vermutlich wird die Jägerin auch noch Karten bekommen, die eine gute Synergie mit Gift haben. Dann probieren wir das doch einfach mal weiter. Another try, ja genau, Level 1. Reach the boss to receive my blessing. Was für eine Überraschung. Ich glaube, ich bleibe bei meiner Strategie bezüglich der Fragezeichen, weil generell tendiere ich schon dazu, dass sie durchaus lohnen. Die Frage ist jetzt nur, wo möchte ich denn jetzt mal lang? Ich habe das jetzt gerade mal hier so grob überschlagen. Da hätten wir einen Shop oder ein Lagerfeuer an der Stelle, aber das ist noch eine ganze Ecke hin. Und hier unten, dann kommt hier ein Lagerfeuer. Ich würde fast sagen, wir fangen mal ganz links an. Ja, warum nicht? Machen wir das doch mal. Dich kennen wir. So, du willst an uns Schaden verursachen. Ja, ich tendiere mal zu Survivor. Ja, wir können ja ruhig eine Karte wegwerfen. Eine Defend-Karte brauchen wir da nicht mehr. Und dann bleibt halt nur noch Strike übrig. Das war die Runde. Blocken jetzt den ganzen Schaden, kriegen aber einen Debuff. Wir sind geschwächt. Wir machen 25% weniger Schaden für die Runde. Neutralize wäre vielleicht ganz nett, aber ich bin da noch nicht so überzeugt. Ja, okay, doch, spielen wir mal Neutralize. Da sind es noch 9 Schaden. Und ich mache jetzt einfach zweimal Blocken nur. Ich könnte jetzt Strike spielen, aber ich weiß immer noch nicht ganz. Moment. If your draw pile is empty, the discard pile is shuffled into draw pile. Das heißt, Draw Pile haben wir keinen mehr. Das heißt, wir können jetzt ruhig Strike spielen, weil dann kommen die Karten zurück in Draw Pile, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Zug beenden. Jawohl. Also langsam komme ich da schon hinter. Du willst 12 Schaden machen. Dann mache ich mal wieder Neutralize. Das wären dann 9 Damage. Und Survivor spiele ich mal und schmeiß einmal Defend raus. Dann haben wir, ja, dann kann ich ruhig nochmal Defend spielen. Dann blocken wir das komplett, den Schaden. Bin mir dann noch nicht so ganz schlüssig, ob es vielleicht besser wäre, einen Schadenspunkt zu kassieren und dafür sich die Karte aufzuheben. Es mag vielleicht im späteren Spielverlauf auch so sein, aber derzeit ist das halt so eine Sache. Je mehr Karten man hat, desto mehr sollte man da, glaube ich, drauf achten. Wäre jetzt so mein erster Gedanke. So, du willst mal wieder 7 Schaden machen. Das heißt, wir sollten doch jetzt mal 6, 12, 18. Es reicht nicht ganz. Verflixt. Wir nehmen mal, ja, zweimal Defend und einmal Strike.
Und dann sollten wir ihm in der nächsten Runde den Rest geben können. Schaden wieder komplett geblockt. Wunderbar, so muss das laufen. Ja, das würde sogar... Nee, das passt nicht, verdammt. Das passt gerade nicht. Zweimal Defend bitte. Und einmal Neutralize. Ja komm, wir spielen nochmal Strike hinterher, aber... Das reicht sowieso nicht. Dann dauert es noch eine Runde. Wie war das nochmal mit dem Relikt? Ring of the Snake. At the start of each combat, draw two additional cards. Ach, das war das, genau. Muss ich nur gerade nochmal kurz nachschauen. So. Wir können jetzt damit schaden. Oh, wir haben hier überall Defend. Das ist ja ganz schön doof irgendwie. Aber wir können nochmal den ganzen Schaden blocken. Wunderbar. So, jetzt ist aber Geschichte hier. Hat ganz schön lang gedauert, aber wir haben gar keinen Schaden bekommen. So soll das sein. Regen Potion. Die empfinde ich sogar als richtig, richtig nützlich. 3 HP at the end of each turn for 5 turns. Das ist schon 15 HP. Das geht schon. Add a card to your deck. Was haben wir denn hier? Dagger Spray. Das könnte ganz hilfreich sein, wenn es um AOE geht. Big Slash, ja, wir haben eigentlich Card Draw brauchen wir jetzt auch nicht so unbedingt. Also wir haben zumindest am Anfang kriegen wir schon 2 Karten mehr. Poison. Poison oder Dagger Spray? Ja, ich tendiere mal lieber zu Dagger Spray, weil wir haben noch gar kein AOE. Also wenn demnächst ein paar Gegner kommen, dann hätten wir zumindest schon mal ein bisschen AOE zur Verfügung. So, das erste Fragezeichen wartet. Oh, wir haben Händler. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof irgendwie. Fire Potion. Hier können wir nichts kaufen. Raise your max HP by 10. Das ist schon nicht schlecht. Letter Opener. Every time you play 3 skills in a single turn, deal 5 damage to all enemies. Ich glaube, hatten wir das nicht schon mal? Kommt mir so bekannt vor. Tinksha. Whenever you discard a card during your turn, deal 3 damage to a random enemy for each card discarded. Ja, wir haben schon ein paar Karten, die über Discard funktionieren, aber generell 300 Gold dafür ausgeben? Nee. Dagger Throw. Deal 9 Damage, draw 1 card, discard 1 card. Ja, das ist halt auch wieder Card Draw so ein bisschen. Predator. Deal 15 Damage, draw 2 more cards next turn. Das ist schon ganz nett. Gain 5 Block. Block is not removed at the start of your next turn. Ja, finde ich jetzt auch nicht so prall. Backflip. Gain 5 Block, draw 2 cards. Ja, das ist auch alles wieder Card Draw. Draw. At the start of your turn, apply 2 Poison to all enemies. Das wäre Poison, aber es wäre AOE Poison. Finesse, gain 2 block, draw 1 card. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Karte ich hier nehmen soll. Predator hört sich ganz nett an. Blur, aber Predator kostet schon 2 Energie. Blur finde ich jetzt nicht so toll. Dagger Throw finde ich jetzt auch nicht unbedingt so toll. Aber dafür kostet Dagger Throw nur 1 Energie, wenn wir die spielen. Backflip ist okay. Also, ja... Noxious Fumes macht jetzt nicht so wirklich viel Sinn, was eigentlich ja gar nicht mal so schlecht ist, AOE-mäßig, aber 2 Poison gegenüber allen Gegnern, wir brauchen da irgendwas, was damit eine Synergie hat, oder wir brauchen da ganz viele Karten von, weil sonst ist der Schaden ein absoluter Witz. Also bleibt die Entscheidung zwischen Predator und Dagger Throw. Dagger Throw ist natürlich eine ganze Ecke billiger. Ja komm, ich nehme jetzt mal Dagger Throw.
kostet auch nur 22 Gold. Ich möchte jetzt mal ein bisschen sparsamer mit dem Gold umgehen, damit wir uns vielleicht dann doch mal das eine oder andere Relikt kaufen können. Also bis zum Shop ist das noch ein ganzes Stück hin. Was haben wir denn jetzt hier? Für ein Event. Ein Dieb. Okay. Hätte ich vielleicht mal mehr Gold ausgeben sollen. Verflixt. Ja. Ja, ich spiele Survivor. Dann kommt Dagger Spray weg. Weg. Weil es ist ja nur ein Gegner. Dann hätten wir schon mal 8 Block. Neutralize hinterher. Dann müsste das auch mit dem Block passen. Jawohl. Und wir können jetzt Dagger Throw spielen. Ja, doch, komm. Und wir schmeißen einmal Strike weg. Ja, die Fend hat es jetzt nicht wirklich gebracht. Den Gegner sollten wir schon schnell ausschalten, weil der uns halt das Gold klaut. Ich weiß immer noch nicht genau, wie viel wir wiederbekommen. Ob wir alles wieder von dem Gold, das ganze Gold wiederbekommen oder nur ein Teil. Das ist halt die Frage. So, du willst 10 Schaden machen. Dann spiele ich zweimal Defend. Vielleicht hätte ich lieber zweimal Strike spielen sollen. Vermutlich. So. Aber es reicht nicht. Verdammt. Okay, dann machen wir das halt zweimal Strike diesmal und einmal Defend. Kriegen wir immer zwar noch 7 Schaden, aber was soll's. So, dann bitte einmal Strike und Dagger Throw hinterher. War das jetzt das ganze Gold oder weiß es nicht. Hm. Welche Karte nehmen wir denn jetzt mal? Poison Step, Dagger Throw hätten wir dir wieder. All Out Attack wäre wieder was für ein AOE. Poison Step. Ja, okay, ich nehme diesmal noch nicht Poison Karten, einfach aus dem Grund, sind halt nicht so nützlich. Hätten wir irgendwas mit Synergieeffekten, was Gift angeht, dann okay. Aber so, nein, bin ich kein Fan von. Ja, und ich nehme dann mal All Out Attack für AOE. So, nächstes Fragezeichen. Upgrade Shrine. Before you lies an elaborate shrine to a forgotten spirit, upgrade a card. Das klingt doch schon mal sehr nett. Ich würde sogar fast sagen, wir sollten vielleicht. Das wären 4. Das wären 6. Was möchte ich denn jetzt mal hier upgraden? Wie viel Block gibst du? 11. 11 ist schon mächtig. Ja, aber die meisten Gegner machen in, so auf der ersten Ebene so ja, 7 bis 12 Schaden, würde ich fast sagen. Da würde 11 Block eigentlich ganz gut reinpassen. Aber wir haben eine Menge Blockkarten, von daher ich upgrade dann doch mal lieber einmal Strike. Wunderbar. Relikt haben wir leider noch nicht bekommen. Schade. So, dann mal zum nächsten Gegner. Du bist wieder so ein Kultist. Was hast du vor? Du willst dich buffen. Dann spiele ich doch mal Strike. Dann nochmal Strike. Und oh Gott, wir haben so viel Defend-Karten. Das lasse ich jetzt so. Aber es kommen ja alle Karten, die wir nicht spielen, auch auf den Discard-Pile. Von daher macht das dann eigentlich keinen Sinn, ob wir die dann spielen oder nicht. Ah, ich bin verwirrt.
6 Schaden willst du machen. Ja klar, jetzt habe ich natürlich hier überhaupt keinen Defend. Was soll das? So, da waren es nur noch 4 Schaden. Dagger's Throw, ja komm. Defend, immerhin. Dann Dagger's Spray kommt weg. Dann spiele ich noch einmal Defend, um den Schaden zu blocken und Strike dann. Und das war die Runde. So, was haben wir denn jetzt hier? Du willst 9 Schaden machen. Da würde ich fast sagen, Survivor bitte, All-Out-Attack kommt weg. Und, obwohl, das hätten wir schon beenden können, oder? 15, ja. Na, verdammt. Das habe ich auf den ersten Blick leider nicht gesehen. Dann spiele ich halt nochmal Defend und Strike. Da waren es noch 12. Ja, das dauert diesmal etwas alles länger. Plus 3 Stärke, okay. Jetzt können wir dich aber platt machen. So, Defend kann ruhig weg und Strike hinterher. Das war's. 16 Gold, Dexterity Potion. Will ich jetzt nicht unbedingt haben. Nein, ich nehme die nicht. Was haben wir hier? Malaise. Spend all energy. Enemy loses X strength. Apply X weak. Exhaust. Klingt gar nicht mal so dumm. Endless Agony. Whenever you draw this card, add a copy of it to your hand. Deal 4 damage. Exhaust. Ja. Dash. Gain 10 block. Deal 10 damage. Oh, die Karte gefällt mir. Skip Potion. Dann mal zum Lagerfeuer. Und ich würde hier fast sagen, wir werten wieder eine Karte auf, weil wir haben noch echt viel Lebenspunkte. Was möchte ich denn jetzt mal aufwerten? Ich glaube, ich bleibe momentan bei Strike. Ja. Oder diesmal Survivor. Aber wir haben so viele Blockkarten. Dann sind irgendwie ein paar Blockkarten überflüssig mit Survivor. Jedenfalls sind erst auf Ebene 6. Momentan zahlt sich das noch nicht so aus mit Survivor. Dann nehme ich einfach Strike. Dann spiele ich halt die Jägerin auf Schaden. Und also nicht auf Giftschaden, AOE, Dodge-Schaden, sondern halt normalen Schaden. So, gegen den Elite möchte ich da jetzt nicht kämpfen, oder? Ah, oder doch. Weil wir könnten gegen den Elite kämpfen und dann hier links rum zum Lagerfeuer. Weil so viel Gold haben wir da jetzt auch nicht. Ja, okay, versuchen wir es mal. Kann mich ja nicht ewig vor denen drücken. Negates one Debuff. Okay. Was mache ich denn jetzt mal? Moment. Das ist für einen bestimmten Gegner, ja. Ich würde fast sagen. Gut, das ist jetzt eine gute Frage. Was mache ich denn jetzt an der Stelle? Würde fast sagen. Einmal Neutralize auf einen Gegner. Und dann. Ach nein. Ja, der hat ja hier. Der ist ja gegen Debuffs geschützt. Verdammt. Sind die. Okay, dann war das jetzt überflüssig. Dagger's Throw. Nein. Ich würde eher sagen. Dagger Spray bitte. Und All-Out-Attack hinterher. Und dann können wir noch zumindest einmal Defend spielen. Ob das jetzt die beste Entscheidung war, ich weiß es nicht.
Vielleicht hätte ich doch mehr auf Verteidigung gehen sollen. Aber ich möchte die halt möglichst schnell ausschalten. Zweimal Wund bekommen. Na, herrlich. So. Dash. Oh, dann würde ich mal sagen, Dash auf den Gegner und zweimal. Oh Gott, na, geht nur einmal, verdammt. Aber hätte ja auch schon einmal gereicht. Ach Mann, wo bin ich nur mit meinen Gedanken? Auf jeden Fall scheinbar woanders. So. Schade, ich hätte gedacht, ich würde jetzt hier nochmal zumindest eine AOE-Karte bekommen, aber nein. Was tun, was tun, was nun? Ja, Survivor. Können wir halt einmal Strike wegwerfen. Und dann zumindest würde ich mal sagen, wir schalten einen Gegner aus. Dann fallen schon mal 8 Schaden weg. Wir haben 8 Block. Hey, dann passt das ja wunderbar. So, die dürften jetzt aber auch gleich Geschichte sein. Los, komm, ein bisschen AOE. Ein bisschen AOE. Natürlich nicht. Aber mit Dash können wir... Dash ist echt super. Bin ich echt begeistert von. Dann spiele ich mal Dash. Dann bist du nämlich Geschichte. Und wir haben jetzt 10 Block und er macht 8 Schaden. Das heißt, wir blocken den gesamten Schaden. Dagger Throw, ja, macht am meisten Schaden von den Karten, die wir noch auf der Hand haben. Defend kommt dann weg. Und... nee, das möchte ich wenn schon in der Runde spielen. Wenn wir wirklich vielleicht Schaden bekommen könnten. Also wäre das auch überflüssig. So. Ah, Defend, Defend. Survivor. Ja, komm. Aber ich kann ja auch Wund wegwerfen, von daher. End Turn. Wir haben momentan aber auch schon irgendwie ein bisschen Pech, was Defend angeht. So. Und dreimal Wund, ja. Das ist ja... Da fehlen mir glatt, da verschlägt es mir glatt die Sprache, so toll ist das. Yay, noch zweimal Wund. Jetzt aber, jetzt bist du Geschichte. Ging relativ gut über den Weg, also 52 Lebenspunkte und wir haben eine Toolbox bekommen. At the start of each combat, add a random colorless card to hand. Die ist durchaus, ja, ist halt Zufall, aber... Ja, ein Relikt ist Relikt. Ich will mich da jetzt nicht beschweren. Gain Energy, draw 2 cards, Exhaust. Ja, Dagger Spray. Die wäre auch gar nicht mal so schlecht. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Vor allen Dingen, wenn wir mehrere Gegner haben. Obwohl, nee, Moment, das ist nur für einen Gegner. Das wäre vielleicht was für einen Boss. Ja. Ja, komm, ich nehme mal die Karte. Für einen Gegner, der halt schon wesentlich mehr Lebenspunkte hat. Aber ich bin mal wieder am Punkt angelangt, wo ich sage, ich beende hier das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen und über einen Kommentar von euch. Habt ihr irgendwie welche Tipps für mich? Dann nichts wie raus damit. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.